Leute, herzlich willkommen. Auf dem Kanal ist dann Gaming. Und wie ihr hier sehen könnt, spielen wir heute eine Runde Roblox. Und zwar machen wir hier mal ein bisschen wieder sauber. Nämlich heute im Garten. So. Ich habe natürlich hier schon mal alles geschafft. Ihr seht auch, ich habe einen grünen Stall, da ich schon mal rebirthed habe. Für die, die es nicht kennen. Damit wird alles zurückgesetzt und du erhältst ein paar andere Vorteile wieder. Ja. So. Eigentlich wollte ich Powerwall spielen, weil das ist im Prinzip dasselbe. Allerdings geht es irgendwie nicht mehr. Das Spiel spürt irgendwie, wenn ich starte. Beziehungsweise wenn ich irgendwas tippe. Und dann spitzt ab und ja. Dann habe ich mir gedacht, komm. Ich habe doch das Spiel oder ich spiele doch das Spiel auch auf Roblox. Ja, darüber im Video. Eigentlich wollte ich mich seit langem wieder Powerwash machen, aber ja, geht irgendwie nicht. Hallo? Ah, jetzt. So. Falls ich wieder müde klinge, ihr wisst ja, ich mache gerade Praktikum und bin ein bisschen kaputt. Ja. Obwohl, ich arbeite ja schon auch noch woanders. Da ist schon, also ist jetzt nicht so anstrengend, weil ich ja weiß, wie arbeiten ist. Zwar nicht 8 Stunden lang, aber ja. Bin froh, dass ich überhaupt noch die YouTube-Videos schaffe und so. Weil ich für euch ja immer Videos unterhalten will, mit euch. Mann, für euch. Und ja. Warum hüpfen die? So. Zack, zack, zack. Mit so 10% haben wir das Ding hier gerade mal abgeschlossen. Können wir hier irgendwas im Kopf, im Shop kaufen? Hallo, Store. Danke sehr. Für 4000. Hans. Aha. Achso, das sind diese. Okay. Für 4000. Okay. Da muss ich wohl auf 4000 sparen, ne? Aber das sollte man auch hinbekommen, dass man das irgendwie wegmacht. So. So. Zack. Zack. So. Schön den Zaun einmal säubern. So. Zack, zack, zack. Die müssen immer zum Wasser laufen und ich nicht. Ich habe mir ja diesen Pasta gekauft. So. Zack, zack, zack. Schön hier einmal alles säubern. So. Mhm. Das da oben auch. Zack. 20% erst. Was für ein Rot. Also ich muss übrigens jeden Tag zur Arbeit fahren, frühs um 5 Uhr. Beziehungsweise 6 Uhr. Dann circa 16.15 Uhr ungefähr habe ich Feierabend, das heißt 16.20 Uhr oder so bin ich dann auf dem Platz und fahre dann los nach Hause, beziehungsweise nach Rentel. Vielleicht kennt der eine andere das. So. Dort arbeite ich nämlich und dann geht's auch weiter. Beziehungsweise nicht weiter, sondern ich höre einfach nochmal Pepper ab. Da ich ja gerade Praktikum habe, kann ich dort Grenze schlecht arbeiten. Weil irgendwie durfte ich ein Praktikum dort nicht machen. Aber in der 10. Klasse geht's. Also in der 10. Klasse kann ich das da machen. Und dann mache ich auch, ne?
Also. Ja, in der 10. Klasse mache ich dann mein Praktikum dort bei Renzel. In IT. Arbeiten tue ich ja so oder so schon dort, also ist von Vorteil. Ja. Dann mache ich da meine Ausbildung. Also ich gucke jetzt gerade beim, ich bin ja beim Straßenbau und da gucke ich gerade aktuell, wie das so für mich ist. Ich denke mal eher nicht, dass ich das mache. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich eigentlich die IT-Ausbildung machen will. Weswegen ich dann in der 10. Klasse wahrscheinlich dann die Ausbildung, das Praktikum dort mache, um zu gucken, wie das da ist. Und das wird mich definitiv besser gefallen, weil es genau die Sachen sind, die ich auch alltäglich benutze. Ne? Ich programmiere ja auch und sowas alles. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ja. So. Machen wir mal den Weg hier schön. So. Einer aus dem Praktikum, also mein Kollege, geht mir auch so auf den Sack, ne? Da wäre jetzt mal ein bisschen hier wieder gesprochen, ne, und ich mal kurz ein paar Taktiken erzählt. Nee, aber ich hasse das. Junge, die meinen, eine Machtperson zu sein oder so. Also denken jetzt, oh, wir haben ja einen Praktikanten, da kann ich ja mal ein bisschen. Oh ja, da kann ich ja mal ein bisschen bestimmen. Nö. Ja, der ist dann auch sehr schnell ruhig geworden, ne? Oder ich hätte sonst gesagt, ich wäre dann zum Chef gegangen, dann hätte der Ärger bekommen. Ne? Also wenn er. Beziehungsweise ich bin ja zum Chef gegangen. Der hat den dann auch nochmal angemeckt hat. Ja. Ich habe aber auch gesagt, dass das so nicht geht. Ja. Ne, also ich habe auf jeden Fall geregelt. So. Zack. Ne, aber Leute, lasst euch das auch beim Praktikum nicht gefallen. Falls ihr da so Leute habt, die dann einen euch anmeckern, sagt denen das. Ne, nicht aufhören zum Chef gehen. Beschweren und dann hat sich das. Weil das geht so nicht, ne? Nur weil die jetzt dort arbeiten und dann praktisch über einen sind, werden sie. Ist es. In der ersten Woche, also ich bin ja aktuell gerade in der zweiten, in der ersten Woche waren, wo ich war, waren die alle korrekt, ne? Es waren zwei, glaube ich. Und ja, in der zweiten Woche bin ich ja jetzt gerade. Der ist so ein. Den kann man echt in die Tonne kloppen. Vor allem ist er dann auch noch. Wie sagt man? So schön. Naja, ich sag's nicht, aber. Ja. Nee, einfach. Warum? Das macht man noch nicht, Junge. Man soll dem Praktikanten doch was beibringen. Wieso meckert man dann einen an? Also, nee. Egal. So. Boah, heute ist zum Glück auch schon Mittwoch. Das heißt, ich sehe den nur noch 2 Tage lang. Und dann bin ich bei dem. So. Zack, zack, zack. Mann. Der Dreck hier, ey.
So. Zack. Eigentlich müsste ich das machen, was am meisten macht. So. Zack. So. 50% schon. Nice. Aber schocken wir in dieser Folge tatsächlich nicht mehr. Aber ist auch nicht so schlimm. So. Und die Bohnen hier komplett sauber machen oder was? Ja, absolut null Bock drauf. Boah, das sieht aber schon geil aus. Wenn man das so macht. Ja, sieht schon nice aus. Kann man sich auf jeden Fall gehen. Ah, jetzt habe ich den Schmutz weggemacht. So. So. Mal von der Seite. Zack. Zack. So. Dann einmal von hier. Perfekt. So. Zack. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Denn es haben mich sehr viele nicht abonniert, aber gucken. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach auf den Abonnier-Button drückt. Und ja, würde mich sehr freuen. Von daher, haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.